Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Begrüßen Sie mit mir die Echo-Preisträgerin des Jahres 2016. Schon der zweite ist es, ne? Christiane Karg. Mein Name ist Konrad Kuhn, ich bin Dramaturg hier an der Oper Frankfurt und habe das große Vergnügen und die Ehre, heute Abend noch diesen kleinen Nachhall zu moderieren hier an der Bar. Ich hoffe, Sie haben alle was zu trinken. Ja, was für ein Abend, was für ein Konzert, mein Gott. Das war es auch für mich. Es ist alles neu gewesen. Ich habe nichts schon mal gesungen, außer die Zugabe. Und normalerweise hat man nicht die Möglichkeit, solche Stücke aufzuführen. Und da ich wirklich gern Kammermusik mache und das ein ganz anderes Musizieren ist, freut mich besonders, dass ich heute Abend dieses breite Spektrum zeigen durfte. Und diesen Delage, den hört man ja nie. Und dass Sie das auch so angenommen haben, es war sehr schön. Man weiß es nicht, das sind natürlich sehr fremde Klänge. Aber das war wirklich für mich auch sehr beglückend heute. Ja, mein Gott. Sie haben uns sozusagen von der gleißenden Nachmittagssonne des Fauns entführt in die helle Nacht von Anton Webern und bis in die tiefe Nacht von Richard Wagner und dann noch weiter bis nach Madagaskar, über Indien, Wien, Frankreich, ein irrsinniger Bogen. Wie kommt es zu so einem Programm? Sie sind ja da nicht ganz unmaßgeblich beteiligt gewesen. Also dieses bunte Programm, ich mache ja immer meine Programme, da stelle ich immer ein bisschen ungewöhnliche Dinge zusammen, aber das ist einfach entstanden aus diesem Thema dieser Woche jetzt, der Debussy und natürlich Debussy, Wagner, sie liegt sehr nahe, die Wesendonck, da wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht drauf gekommen, weil ich dachte, meine Wagner-Karriere ist mit dem Hirten in Tannhäuser und dem zweiten Blumenmädchen zweites Mädchen. Ganz sicher noch einiges, das glaube ich war nicht der letzte. Ich dachte, es ist beendet, aber jetzt habe ich diese Lieder entdeckt und ich finde es sehr schön und ich denke, mit Klavier kann man andere Dinge zeigen als mit Orchester und natürlich Ravel. Ganz klar ist da und mit Ravel wurde dieser Delage uraufgeführt und so sind wir in dieser ungewöhnlichen Besetzung gelandet und dann, ja, also eins ergibt so das andere und die Webernlieder hätte ich mir wahrscheinlich selber nicht ausgesucht, denn neue Musik mache ich ja nicht so viel und es war viel Arbeit, sehr viel. Das glaube ich, können wir uns alle vorstellen, dass zu lernen, was das bedeutet. Und das singt man auch nicht jeden Tag. Also da werden Sie nicht so viele Gelegenheiten haben, das wieder zu Gehör zu bringen. Nein, aber es lohnt sich, also auf jeden Fall, es lohnt sich immer irgendwas einzustudieren, weil es einem eine Idee gibt für was Neues. Und ich denke es auch als Zuschauer, man möchte es vielleicht nicht jeden Tag hören und man kauft sich vielleicht keine CD, aber so 10 Minuten im Konzert, finde ich, kann man sich schon mal drauf einlassen und dann hört man dafür andere Dinge wieder ganz anders und das finde ich interessant. Also für mich war das ein besonders interessanter Mosaikstein dieses wirklich spannenden Konzertprogramms, wenn man denkt, dass auch solche kammermusikalischen Besetzungen wie eben bei Ravel, Mallarmé oder auch bei Delage sicher beeinflusst sind von Pierrot Lunaire, von Arnold Schönberg, 1912 uraufgeführt und 1913 die anderen beiden, glaube ich. Also eine neue Art und Weise, auch so kammermusikalische Besetzungen zu denken und da Farben auszuloten. Und das ist natürlich ein großer Luxus, dass man das für so einen Abend zusammenkriegt. 10 Musiker habe ich gezählt, plus Pianist. Ja, also da war ich heute sehr luxuriös ausgestattet. Ja. Und ja. Also diese Klänge zum Beispiel von diesem Delage, das hört man ja überhaupt nicht. Und ich habe die Aufnahme gehört und ich wusste nicht genau, welche Besetzung es ist. Und sage ich, was sind da für Instrumente dabei? Wenn man nicht diese klassischen Instrumente sieht, kommt man überhaupt nicht drauf, dass dieses erste Instrument ein Cello sein könnte. Es klingt eigentlich wie eine Sitar. Und das ist einfach auch so gewollt und die Rhythmik ist ganz anders und es ist schon sehr spannend, was sie auch damals versucht haben. Ich denke, die waren alle viel offener als wir heutzutage und haben gesucht nach neuen Ideen, haben nach neuen Kulturen einfach gesucht und haben das ganz spannend gefunden. Ja? Also wir sind ja da eher sehr, wir wollen das immer alles gar nicht an uns ranlassen, jetzt wo wir vielleicht da die Möglichkeit hätten, aber die waren so gespannt auf Neues, neue Klänge, neue Gedichte und ich finde, diese ganze Musik duftet wahnsinnig. Also man riecht einfach
andere Gerüche, als wir hier in Europa haben. Und das gefällt mir auch. Und das deutet die Musik einfach auch an. Dieses. Ja, also Synästhesie war ja auch ein wichtiges Stichwort für die Epoche. Also sozusagen das Übergehen von einem Sinn zum anderen, vom Geruchssinn zum bildlichen Wahrnehmen und zum Hören. Also Duft, wahrlich ein Wort, was an so einem Abend einem ganz neu aufgeht nochmal. Wie kann man Düfte, wie kann man Bilder in Musik übersetzen? Musik ist ja eigentlich immer die Sprache, die das Nonverbale ausdrücken kann. Ich denke, das kann man schon, wenn man sich darauf einlässt und genau zuhört, dann so arbeiten wir auch. Also im Ensemble, da spielt es schon eine große Rolle. Und auch im Gesangsunterricht, also ich weiß es von früher, ich kann damit sehr gut umgehen. Ich kann Farben auch beschreiben, manchmal muss es so ein sattes Grün sein und dann muss man das in den Klang umsetzen. Und das drückt manchmal auch das Wort aus, also eben bei Mallarmé, also man hört dann durch eine gewisse Syllabik oder durch gewisse Konsonanten drückt da auch was aus, also das spielt irgendwie alles eine Rolle. Und das müssen wir einfach hörbar machen und dann eine ganz andere Suggestion noch geben. Und das hat man nicht in jeder Art von Musik und das finde ich bei dieser Art eben ganz besonders spannend. Ja, ich glaube, bei dem Mallarmé, da sind ja die Texte so hermetisch, also verschließen sich einer schnellen Deutung, auch wenn man das dreimal oder fünfmal liest und im Französischen und in verschiedenen Übersetzungen, dann weiß man immer noch nicht, was es eigentlich wirklich bedeuten soll. Aber das Tolle ist, dass es plötzlich ganz viel bedeutet und man muss es auch gar nicht so genau wissen. Und da sind, glaube ich, auch die Phoneme ganz, ganz entscheidend. Das ist ja eigentlich schon Musik, wie es geschrieben ist. Und ich kenne kaum einen Sänger, der so in die Silben hineingeht, in die Klänge der verschiedenen Vokale und wie die gebunden sind durch Konsonanten, wie sie das machen. Also es fällt mir eigentlich nur Christian Gerhaher ein, der das auf der Männerseite auch betreibt. Das ist ja hochaufregend. Das kostet doch sicher auch viel, viel Zeit und Mühe und das dann auch zu memorisieren, also präsent zu haben. Ich denke, wenn man das Gedicht liest und sich eine Interpretation überlegt, dann kostet es gar nicht so viel Zeit, weil es einfach, weil sich's erschließt. Und in dem Moment, wo man am Gedicht arbeitet und nicht nur von der Musik ausgeht, da erschließt sich ganz vieles schon. Und eine Interpretation ist dann gar nicht mehr so nötig. Ich mache mir normalerweise immer für jedes Lied eine kleine Geschichte, dass ich überzeugt bin von einer Erzählweise. Was ich ihnen dann weitergeben kann. Und das muss nicht immer das Gleiche sein, was ankommt. Aber ich denke, ich brauche starke Momente, dass ich auch ein starkes Gefühl weitergeben kann. Was dann ankommt, kann unterschiedlich sein. Weinen und Lachen hängt sehr nah zusammen und sind doch zwei ganz unterschiedliche Gefühlswelten. Aber ich denke, ein starkes Gefühl muss es sein. Das Problem bei Mallarmé war wirklich, da gibt es keine Geschichte. Also da war ich ziemlich alleingelassen und ich habe dann mit Sprachcoach gesprochen, was könnte er da wohl meinen? Da könnte er so, ja, also das ist schon was Besonderes und da muss man manchmal auch aufgeben, in eine gewisse Richtung zu gehen, um was anderes wieder zu entdecken. Also ich habe heute bei den Texten plötzlich Dinge verstanden, die ich vorher nicht verstanden habe. Und zwar einfach durch die Konkretheit Ihres Vortrags, dadurch, dass das plötzlich eine Gestalt bekam. Und ich könnte aber hinterher gar nicht sagen, was ich verstanden habe. Ich kann auch gar nicht sagen, was ich denn genau gemeint habe damit. Aber wenn irgendwas angekommen ist, ist es ja schön. Wobei das Verblüffende für mich war, wie sehr Sie auch im Französischen zu Hause sind. Also ich spreche die Sprache einigermaßen gut und das habe ich auch selten erlebt, eine deutsche Sängerin, die das so mühelos in die Schnauze kriegt. Ich spreche die Sprache ja nicht so gut, aber das fehlt mir noch. Fließend Französisch kann ich leider nicht sprechen, ich verstehe sehr gut und irgendwie fühle ich mich der Sprache sehr nahe und die Lyrik finde ich phänomenal. Also da finde ich, ich lese gern Gedichte und da bin ich, nach dem Deutschen ist, glaube ich, Französisch die nächste Sprache, die dann einfach sein muss. Und das ist wirklich ein Hobby. Also da setze ich mich hin und verstehe auch ziemlich viel, ohne dass ich es jetzt sehr gut spreche. Aber Lesen ist doch eine andere Sache. Und ich habe natürlich einen phänomenalen Coach in
London, eine Französin, die mir sehr hilft und die auch Sängerin war, die mit ganz viel Liebe an die Sachen rangeht. Und eigentlich, wenn ich so was Neues bringe, ein neues Stück für mich, dann kommt es mir so vor, als wenn sie da auch mitsingen würde, weil sie da wirklich mit totalem Ehrgeiz und Lust mit mir da die Sachen einstudiert. Aber ich glaube, alles das liegt weit vor so einem Abend. Und Sie haben das so verinnerlicht und haben eine solche Freiheit dann im Vortrag. Da muss es ja alles erstmal sinken. Wie lange haben Sie sich jetzt beschäftigt mit dem Programm? Also ich habe überlegt, was ich da, das war, glaube ich, das aufwendigste Programm, das ich bis jetzt gemacht habe. Es ist eine fremde Sprache, eine fremde Musik für mich auch. Also vielleicht 150 Stunden Arbeit steckt da so drin. Mindestens, also es ist wirklich sehr viel und ganz, in ganz unterschiedlichen Dingen. Also Sie müssen nicht denken, dass ich jetzt 150 Stunden singe. Also da haben die Nachbarn immer Angst und keiner will einem eine Wohnung vermieten, weil sie meinen, man singt den ganzen Tag als Sänger. Das ist gar nicht so schlimm. Es ist einfach sehr viel Textarbeit. Es geht um ganz andere Dinge. Hornisten sind schlimmer als Nachbarn. Die müssen sich um französische Artikulation sich bemühen. Es gibt ganz viele verschiedene Momente in der Studierphase. Ja, ja und gleichzeitig sind Sie eben auch interessiert, die Texte zu durchdringen. Das heißt, Sie lesen auch links und rechts. Und wie Sie sagen, Sie sind überhaupt jemand, der sich viel mit Lyrik beschäftigt. Und das macht Sie, glaube ich, zu einer so idealen Leadsängerin. Obwohl, und das kann ich Ihnen wieder sagen, weil ich Sie auch von der Opernbühne her kenne natürlich, da gleichzeitig auch ein unglaubliches Temperament spürbar ist, immer. Und das finde ich so wichtig, dass man bei einem Liederabend nicht denkt, das hat mit Theater nichts zu tun, sondern da sind Sie ja auch eine Figur, eigentlich in jedem Gedicht eine andere. Ja, und ich glaube, Oper und Lied, das hängt auch ganz eng zusammen und ich könnte nicht das eine oder das andere nur machen, das ging nicht. Aber ich bin jetzt sehr froh, dass ich aus 2 Monaten Figaros Hochzeit jetzt was anderes machen darf und jetzt 2 Monate opernfrei habe sozusagen und der Kollege ist abgereist vom Figaro und zum nächsten Figaro gereist. Also das wäre für mich wirklich ein Unding. Da würde ich in einen Automatismus reinkommen, der für mich und für meinen Vortrag fürchterlich wäre. Also da würde ich wirklich Inspiration verlieren und ich brauche immer dann wieder was anderes danach. Und es gefällt mir, so ins Detail zu arbeiten mit nur einem Partner, mit so einem kleinen Ensemble. Und dann habe ich auch wieder Lust, auf die Opernbühne zu gehen, in Kostümen zu schlüpfen, mir eine Perücke aufsetzen lassen und dann geht das auch wieder. Aber jetzt im Moment bin ich mit meinen Liedern sehr zufrieden und sehr ausgelastet. Ja, das ist unter den Kollegen, glaube ich, nicht immer so verbreitet, dieser Enthusiasmus, weil man kann natürlich mit 20 Partien auch eine Karriere bestreiten und die singt man rauf und runter an allen Häusern. Und die 150 Stunden Arbeit sind dann sozusagen zahlen sich mehr aus, aber ich finde das toll, dass Sie auch die Haltung so ganz klar für sich formulieren und sagen, nein, das langweilt mich, wenn ich immer nur Susannen eine nach der anderen singe. Und Sie wählen ja auch Ihre Opernrollen sehr genau aus, was Sie sich vornehmen und was Sie vielleicht auch mal irgendwann nicht mehr singen wollen. Ja, und da ist jetzt auch eine Sache, also jetzt im Moment ist es ich bin sehr in einer sehr luxuriösen Situation, ich kann mir natürlich schon manche Dinge jetzt auch aussuchen und ich bin jetzt auch nicht mehr bereit für die Oper, es ist doch immer eine lange Zeit, es sind 8 Wochen, manchmal sind es sogar 10 Wochen. Wenn eine Produktion dann nicht so gut ist, dann hat man da wirklich eine lange Zeit für eine Sache vergeudet. Und wir sprechen natürlich nicht von der Oper Frankfurt. Natürlich nicht. Sonst wäre ich auch nicht 5 Jahre hier geblieben. Aber es kommt doch immer, also dass eine Opernproduktion wirklich so sehr gut ist, kommt sehr selten vor. Denn da muss der Regisseur passen, da muss der Dirigent passen, da müssen die Sängerkollegen passen, da muss die Rolle zu mir passen, da muss die Rolle passen. Dann muss vielleicht die Stadt irgendwie auch passen, dass man da einen Zugang findet, dann darf es vielleicht nicht 2 Monate regnen. Also da hängen ganz viele Dinge damit zusammen, dass man sich wirklich im neuen Zuhause auch wohlfühlt. Ich meine, wir ziehen ja dann auch immer irgendwo neu ein für eine Zeit lang, wo wir mehr Zeit verbringen als zu Hause eigentlich. Es sind nicht die hässlichsten Städte. Amsterdam, Mailand. Aber es spielt London, so viele Dinge spielen eine Rolle und ob man jetzt wirklich die Kraft hat, schon wieder das Zuhause zu verlassen oder wirklich nur 2 Tage zum Umpacken zu Hause war oder gar nicht zu Hause war, wo man eigentlich sich noch gar nicht auf was Neues einlassen kann. Also hängen ganz viele Sachen damit zusammen, ob so eine Opernproduktion wirklich dann vollkommen wird oder
ob man sagt, ich bin jetzt froh, dass es vorbei ist. Und der Liederabend ist eine ganz andere Arbeitsphase und eine viel kürzere Zeit und viel mehr Zeit, die ich mich selber damit beschäftigen muss im Vorfeld. Und was das Programmieren betrifft, da sind Sie ja auch in der Verantwortung in Feuchtwangen, in Ihrer Heimatstadt, wo Sie herkommen, im Fränkischen, wie man es am R auch immer so schön hören kann. Und da sind Sie künstlerische Leiterin eines Festivals. Ja, da, also der Bürgermeister kam auf mich zu und hat gefragt, ob wir nicht in Feuchtwangen irgendwas machen möchten. Sage ich, wo denn? Wir haben nämlich keine Konzerthalle. Und jetzt müssen wir einfach ein bisschen spontan sein und neue Orte entdecken. Und das kommt in der Stadt ganz gut an. Kunstklang heißt dieses Festival. Ich möchte nicht nur Musik bringen, es ist oft mit Lyrik verknüpft. Und da lade ich Freunde ein, also Clara, die Flötistin zum Beispiel, die war im August beim Festival und die hat ganz wunderbar Flöte solo gespielt. Und Jens Wawrczyk hat gelesen von den 3 Fragezeichen, also es war ein ganz besonderes Konzert im Garten, im Freien. Und ich glaube, das hat man nicht alle Tage, das kann man also jetzt in so einem Konzertraum gar nicht finden, was wir uns einfallen lassen müssen, dass dann auch wirklich jemand kommt, weil so eine Kleinstadt einfach total anders funktioniert. Und es sind 4 Konzerte übers Jahr verteilt und ich möchte einfach das Kulturleben insgesamt ein bisschen stärken, denn die Provinz ist nicht ganz so gut ausgestattet wie hier in der Großstadt. Das ist schon ein großes Manko und viele Leute können einfach nicht 2 Stunden dann fahren, um wirklich gute Kultur zu genießen. Und deswegen liegt mir das schon am Herzen, da alles ein bisschen voranzubringen. Aber vielleicht kann ja der eine oder andere Frankfurter nach Feuchtwangen fahren. Kommt schon. 2 Stunden ist nicht zu weit, kann man schaffen. Ja, ich finde das ganz toll, dass Sie auch diese Verantwortung noch übernommen haben. Und trotzdem auch hoffe ich natürlich, dass wir Sie auf der Opernbühne mal auch vielleicht sogar in Frankfurt irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft wieder erleben können. Es gibt eine Gedichtzeile, das haben wir gestern im Vorgespräch schon festgestellt, die vielleicht so eine Brücke auch herstellt. Im letzten der 3 Mallarmé-Gedichte fällt der Satz: Je vois des roses dans les ténèbres. Ich sehe eine Rose, eine Rose in der Finsternis. Und derselbe Satz kommt interessanterweise auch in einer Rolle vor, die Sie gesungen haben. Das singt Melisande. Also das singt sie, wenn sie Peleas trifft. Und das war doch eine der schönsten Produktionen, die ich überhaupt gemacht habe. Das war so eine perfekte Produktion. Und die war hier an der Oper. Und da denke ich gerne dran. Und so ein Satz, da schaut man dann natürlich, oh, den kenne ich. Diese schöne Zeile, die kenne ich. Und da hat der, weiß nicht, wer gestohlen hat von wem. Also Mallarmé war mit Sicherheit früher, wobei man muss immer sagen, das ist, glaube ich, schon 1865 geschrieben, aber er hat oft 20 Jahre noch immer wieder daran gefeilt, bevor so ein Gedicht dann veröffentlicht wurde. Und veröffentlicht ist es, glaube ich, tatsächlich kurz vor Maeterlincks Melisande, Pelléas et Melisande Dichtung, aber es war eindeutig Maeterlinck, wenn der es geklaut hat. Aber es ist im Französischen, in der Poesie, tauchen sehr oft so Schlüsselbegriffe auf. Zum Beispiel bei Mallarmé ist es l'azur, er sehnt sich immer nach dem Himmel. Und dann oft, ein anderes habe ich jetzt bei Baudelaire gefunden, parfum zum Beispiel. Also da gibt es schon immer Wörter, die immer wieder kommen. Und wenn man sich dann ein bisschen damit beschäftigt, dann liest man sich auch in diese Poesie ein, in die geschrieben. Und das, dann wird es spannend. Wobei mir heute Abend auch sehr aufgegangen ist, die Parallelen dann wieder zu Demel und auch zu den Wesendonck-Liedern, also Mathilde Wesendonck, die ja diese Texte verfasst hat, als Dilettantin, so hat Wagner sie selber bezeichnet, war sie nicht nur, würde ich sagen, mit dieser Dichtung, kann man das eigentlich nicht mehr sagen. Und da ist immer der Gegensatz Tag-Nacht natürlich ganz bestimmend, wie ja dann auch zumindest bei 2 der Wesendonck-Lieder man musikalisch das als Keimzelle zur Tristan und Isolde sehen kann, wie auch das persönliche Erlebnis von Wagner in Zürich, die Begegnung. Und ich fand es ungeheuer sinnfällig, dieses Werk, das nun doch 50 Jahre früher entstanden ist, als die meisten der anderen Werke, die heute Abend erklungen sind,
dann als Schlusspunkt zu setzen. Also das fand ich auf verblüffende Weise einleuchtend, dann auf einmal auch den Bogen zu spannen eben. Die Franzosen, Debussy vor allen Dingen, sind ja sehr, sehr beeinflusst gewesen von Wagner. Für Debussy ist das ein Schock gewesen, als er, ich glaube, 1888 in Bayreuth war und Parsifal gehört hat. Er hat später dann das ein bisschen beiseite geschoben und sich auch vielleicht freigeschwommen. Aber natürlich sind das auch Keimzellen in der Musikgeschichte, die dann viel später erst wie ein Samen aufgehen und plötzlich ganz andere Resultate dann entstehen lassen. Und oft ist eben das Lied als Studie zu einer Oper. Also ich denke, viele probieren sich halt in so einer Miniatur aus, wie bei Malern die Skizzen, und es wird dann im Lied skizziert und dann kommt mehr später. Also es sind ja auch Ideen, die man festhalten muss. Eine Malersymphonie gibt es, glaube ich, dann irgendwann in nicht zu ferner Zukunft mit Ihnen? Ja, ich glaube, hier in der Alten Oper, ja. Maler 2 wird kommen. Wir wollen es nicht verraten. Wo ist Herr Pauli? Ja, an der Oper Frankfurt ist in näherer Zukunft erstmal nichts geplant. Nicht nächste Spielzeit, also, und nicht, nein, auch nicht übernächste Spielzeit. Wer die Sophie noch im Ohr hat, so wie ich zum Beispiel, der möge sie sich bewahren. Und vor Augen. Wenn man nicht so viel Oper macht, dann muss man sich einfach ein bisschen aussuchen, und gerade war nicht das Richtige dabei. Aber wir arbeiten dran. Ja, Ihr Weg hat ja nun hier begonnen nach dem Opernstudio, wobei Sie schon während dem Studium da auch in Salzburg gesungen haben, bei den Festspielen. Und das waren, glaube ich, schon wichtige Jahre hier im Ensemble der Oper Frankfurt mit allen Hochs und Tiefs, die das mit sich bringt, wenn man fest im Ensemble ist. Und ich glaube, es ist auch toll, dass Sie den Sprung geschafft haben, und der geht weit und immer weiter. Und da kann man Ihnen nur viel Glück für die Zukunft wünschen. 20 Minuten hat es geheißen. Ich bin gut in der Zeit. Wenn Sie noch Fragen haben, dann seien Sie herzlich eingeladen, diese zu tun. Also eine CD gibt es jetzt keine, aber ich habe die vier letzten Lieder öfters im Programm im Liederabend mit Klavier, weil erstmal bin ich wirklich mit Klavier zufrieden, und im nächsten Jahr werde ich meinen ersten vier letzten Lieder in Prag machen, im Rudolfinum mit Manfred Honeck. Da bin ich sehr gespannt, und man tastet sich so langsam ran. Ja, gibt's sonst noch Fragen? Dann gehen wir, glaube ich, beseelt. Ja. Naja, Melisande ist natürlich die französische Opernpartie par excellence. Also ich singe gern in Sprachen, die ich verstehe. Ich singe eigentlich überhaupt nicht in Sprachen, die ich nicht verstehe. Und ich habe letztes Jahr für einen Schwerpunkt in einem Festival 2 russische Lieder gemacht, und das war echt frustrierend. Also das möchte ich so schnell nicht mehr machen. Wenn jetzt irgendwas Russisches Spannendes kommt, lerne ich Kyrillisch. Also das habe ich mir vorgenommen. Und, aber ich habe Sie auch als Solveig in Erinnerung, kann das sein? Ja, aber die habe ich Deutsch. Die habe ich auf Deutsch gemacht. Stimmt, das war Deutsch. Oh, gut. Aber man muss eine Sprache nicht fließend sprechen können, aber man muss wenigstens lesen können. Und das war also unmöglich. Und sonst phonetisch, wir können natürlich sehr gut phonetisch auch lernen. Und ich glaube, Sänger haben schon ein sehr gutes Ohr. Ich möchte gerne in Originalsprache so viel wie möglich singen, weil dann stimmt die Musik auch zum Text zusammen. Ja. Ja, in welcher Sprache auch immer. Wir freuen uns, Sie bald wieder zu hören. Vielen Dank, Christiane Karg, dass Sie sich auch noch die Zeit genommen haben hier an der Bar. Und vielen Dank für Ihr Interesse, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir nehmen alle viel mit von diesem Abend.